Nach dem Hertha-Beben, nachdem Jürgen Klinsmann ja völlig überraschend via Facebook angekündigt hatte, den Hauptstadtverein zu verlassen, da wollen sich heute nun auch die Verantwortlichen des Vereins zu Wort melden. Ganz genau. Wir warten hier nicht nur auf die Verantwortlichen, sondern auch noch auf den Investor Windhorst. Der wurde ja zuvor informiert von Jürgen Klinsmann und damit war er allein auf weiter Flur. Wir sehen hier, wie sich die Reihe füllt und die Plätze eingenommen werden. Klinsmann selbst hat ja gestern noch mal in einem Facebook-Video ordentlich nachgelegt und an Michael Preetz Kritik geübt. Wir sind gespannt, welche Worte jetzt fallen. Danke. Ja, ich will kurz noch die Gelegenheit geben für 2, 3 Fotos. Dann würde ich die Kollegen Fotografen bitten, einmal das Fotografieren hier vorne einzustellen. Das wäre ganz nett, weil das ansonsten sehr stört. Vielen Dank. Dann starten wir. Schönen guten Tag zusammen. Darf alle recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, die Ihnen, die euch die Gelegenheit bietet, einige Fragen zu stellen an die drei Herren hier oben, unseren Präsidenten Werner Gegenbauer, den Inhaber, Gründer und Vorsitzenden unseres Partners der Tenor Holding, Lars Windhorst, und unseren Geschäftsführer Sport, Michael Preetz. Wir würden ganz gerne vom Ablauf her so beginnen, dass zunächst unser Präsident das Wort hat. Es gibt Eingangsstatements und dann gibt es für euch, für Sie die Fragen, die Möglichkeit zu fragen. Bitte dann kurz, weil wir in der Runde noch zum ersten Mal zusammensitzen, einmal kurz dann Namen nennen bitte und das Medium, das wäre ganz nett. Herr Gegenbauer, Sie haben das Wort. Ja, auch von meiner Seite aus, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam auf dem Podium sitzen. Der Anlass ist ja klar, brauche ich ja nicht weiter darauf eingehen. Aus meiner Sicht, und damit vertrete ich die Sicht des Vereins, ist ganz klar, diese jüngste Entwicklung war natürlich überraschend. Das war nicht nur für Sie so, es war für uns auch so. Und meine einzige klare Aussage dazu kann die sein, dass Jürgen Klinsmann damit natürlich nicht nur Hertha BSC, sondern auch das gemeinsame Projekt verlassen hat. Das ist eine Feststellung. Ich möchte einen Punkt anmerken, weil der in den letzten Tagen immer wieder auch jetzt noch mal verstärkt kam, nämlich die Frage, wie das so ist mit seinem Arbeitsvertrag. Das kann ich dann an dieser Stelle hier schon mal sehr deutlich sagen. Ja, natürlich gab es einen Arbeitsvertrag, es gab einen mündlichen Arbeitsvertrag, zwar seit dem 27.11. und seit dem 2.12. lag ihm auch ein schriftlicher Arbeitsvertrag vor als Cheftrainer. Und am 27. November hat er bereits schriftlich bestätigt gab, dass aufgrund seiner Anstellung als Trainer der Lizenzspielermannschaft sein Verhältnis als Aufsichtsrat ruht. Also insofern kann ich nur sagen, natürlich gab es einen gültigen Arbeitsvertrag. Ich möchte ansonsten einfach nochmal sagen, es wird von außen, offensichtlich ist da der Eindruck entstanden, dass hier das Chaos ausgebrochen ist. Ich will auch da keinem seine Meinung nehmen, ich kann nur sagen, ich habe den Eindruck aus meiner Warte, dass hier sehr geordnet gearbeitet wird. Und ich muss auch mal sagen, also am Dienstag früh gegen 9 hat Jürgen Klinsmann sich verabschiedet. Danach gab es ein ordnungsgemäßes Training, dann gab es Informationen der Mannschaft, dann gab es eine Telefonkonferenz des Aufsichtsrates, gab die Informationen an die Öffentlichkeit und es war mit dem Trainerteam klar, wie es weitergeht. Dazu wird ja Michael Preetz nachher was sagen. Gestern hatten wir eine Präsidiumssitzung, in der sowohl die Vergangenheit als auch jetzt die nähere Zukunft besprochen wurde und Michael Preetz sämtliche Unterstützung gesagt wurde. Also ich will einfach mal an diesem Ablauf nur mal klar machen, dass es natürlich am Dienstag ein Schock war, aber ich will auch klar machen, dass mein Dank hier sowohl Michael Preetz als auch den Mitarbeitern gilt, die das in dieser Form bewältigt haben, dass hier in dem normalen Ablauf jedenfalls keine Störungen zu erkennen waren. Und das ist dann auch erstmal mein Abschlusssatz für die Fragen. Nachher stehe ich selbstverständlich zur Verfügung und freue mich dann, das Wort an Lars Windhorst übergeben zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gegenbauer, meine Damen und Herren.
trotz der doch schwierigen Nachrichten, die wir jetzt hatten, freue ich mich heute hier zu sein und Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf diesem Podium noch einmal kurz zu erläutern als Eingang, warum mein Unternehmen im Sommer letzten Jahres bei Hertha BSC investiert hat und warum wir trotz des Rückschlags, den wir durch den unerwarteten Rücktritt von Jürgen Klinsmann jetzt zu verkraften haben, weiter sehr motiviert und sehr engagiert als Investor die Hertha BSC begleiten werden und sich an den Plänen überhaupt gar nichts geändert hat. Wir haben damals nach vielen Monaten Gesprächen mit der Geschäftsführung und dem Präsidium von Hertha BSC uns entschlossen, im Sommer einen doch erheblichen Betrag in Hertha BSC zu investieren, weil wir der festen Überzeugung waren, dass so ein traditionsreicher Hauptstadtclub das Potenzial hat, langfristig ein in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa bedeutender Fußballclub zu werden. Deutschland ist eine Fußballnation und Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Der Club hat eine traditionsreiche Geschichte, tolle, engagierte Mitglieder und Fans und einfach eine Bühne und ein Potenzial, das in den letzten Jahrzehnten nie voll ausgeschöpft werden konnte. Wir haben investiert, nicht mit der Absicht, kurzfristig Profit daraus zu schlagen und kurzfristig die Anteile unter Umständen wieder zu veräußern. Unser Investment ist reines Eigenkapital. Das heißt, wir haben in die Hertha BSC Eigenkapital investiert und Eigenkapital dem Verein zur Verfügung gestellt. Ich betone das deswegen, weil es in der Öffentlichkeit teilweise nicht richtig verstanden worden ist und es Spekulationen gab, ob das Geld, was wir investiert haben, irgendwann mal zurückverlangt werden kann oder ob es ein unsicheres Investment ist für Hertha und es mal Probleme damit geben kann. Das ist absolut ausgeschlossen, denn wie gesagt, Eigenkapital ist grundsätzlich nicht rückzahlbar, sondern steht eben dem Verein für immer als Geld zur Verfügung. Als wir investiert haben, war uns klar, dass ein Investment in den Fußball, in das Fußballgeschäft nicht vergleichbar ist mit all unseren anderen Investments und dass es eine besondere Branche ist und ein besonderes Geschäftsfeld ist. Deswegen ist auch klar, dass das Fußballgeschäft nicht zu 100% berechenbar sein kann, wie vielleicht andere Geschäfte. Also war uns klar, dass wenn wir uns verpflichten und committen, 224 Millionen Euro zu investieren, dass der Zeitplan sich verschieben kann, dass das Geld vielleicht nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen und dass wir bereit sein müssen und in der Lage sein müssen, auch weiteres Geld zusätzlich zu den 224 Millionen zu investieren. Das war uns klar und unter diesem Aspekt haben wir investiert. Wir haben auch nicht investiert, weil wir geglaubt haben, dass Hertha BSC, ein Verein, der seit Jahrzehnten ein großes Potenzial gehabt hat, aber das muss man natürlich auch feststellen, in der Mittelklasse war und nicht im oberen Segment war. Wir haben also nicht investiert, weil wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Natürlich nicht. Ein Verein mit wenig Geld und ein Verein mit dann viel mehr Geld kann und soll nicht genau der gleiche Verein sein, sondern er soll sich weiterentwickeln. Er soll nach vorne gehen, er soll Fortschritte machen, er soll sich Ziele setzen, aber natürlich mit Augenmaß, mit langfristiger Perspektive. Und ich habe damals viele Kritiker gehabt in meinem eigenen Unternehmen, die gesagt haben, bitte walte Vorsicht, es gibt die 50-plus-1-Regel. Auf was lassen wir uns hier ein? Wir haben keine Kontrolle, wir haben nicht wie bei anderen Investments die Durchgriffsmöglichkeit. Und ich habe dann nach vielen Gesprächen mich entschlossen, speziell auf den Verein, aber auch vor allen Dingen auf den Präsidenten, Herrn Gegenbauer, zu vertrauen. Und ich habe
das Wort von Herrn Gegenbauer bekommen, dass er als Vertreter des Vereins das Ziel, was wir haben, genauso sieht und genauso mitgehen möchte und mitgehen will. Das Ziel ist klar. Kurzfristig, aufgrund der unerwarteten Lage der letzten 6 Monate, 7 Monate, müssen wir uns auf den Klassenerhalt fokussieren. Das ist von allen Beteiligten immer so gesagt worden. Das Ziel fürs nächste Jahr, aus meiner Sicht, ist auch ganz klar. Das ist Europa. Wir müssen in die europäischen Plätze kommen. Und das langfristige Ziel ist auch klar. Wir müssen in Europa uns etablieren und in Deutschland uns oben etablieren. Man muss sich Ziele setzen. Anders kann man keine Geschäfte führen, keine Unternehmen führen. Und letztendlich ist ein Verein zwar kein Unternehmen, das ist sicherlich mir auch klar. Aber trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass man sich Ziele setzen muss und an Zielen arbeiten muss, sich an Zielen messen lassen muss. Und ich persönlich muss Ihnen heute sagen, dass ich überhaupt keinen Grund habe, aufgrund der Erfahrung der letzten Monate mit dem Verein, mit dem Präsidenten, mit der Geschäftsführung, dass es irgendjemand gibt, der nicht die gleichen Ziele hat und diese Ziele auch verfolgt. Und der eindrucksvolle Beweis war vor kurzem der Abschluss der Wintertransferperiode, wo Hertha BSC dank der guten Arbeit des Vereins in Koordination mit allen Beteiligten dort das größte Investment weltweit aller Bundesliga-Clubs durchgeführt hat, aller Fußballvereine durchgeführt hat. Und das ist, glaube ich, auch ein klares Zeichen gewesen, dass alle dieses Ziel ernst nehmen. Das soweit aus meiner Perspektive. So weit wie möglich und so kurz wie möglich zusammengefasst für Sie, wie ich die Situation sehe. Natürlich, um das mit dem ursprünglichen Aufhänger für diese Pressekonferenz auch dann abzuschließen, bedauere ich es sehr, dass Jürgen Klinsmann uns sehr abrupt verlassen hat. Ich habe mit Herrn Klinsmann auch danach telefoniert. Er hat sich entschuldigt, ihm tut das sehr leid. Ich denke, er bereut auch die Entscheidung. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr emotional war für ihn. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Gewinn war, dass wir Jürgen Klinsmann für Hertha BSC engagieren konnten. Und als die für uns alle, glaube ich, überraschende Nachricht kam, dass er so leidenschaftlich dabei war im Winter, dass er sogar bereit war, längerfristig sich zu engagieren als 6 Monate, ist das von allen mit Freude aufgenommen worden. Und ich bedauere im Nachhinein, dass wir es nicht geschafft haben, das dann ganz schnell auch dingfest zu machen, um ihn dann auch zu halten. Denn wir haben schnell gemerkt, dass gerade bei Werbeeinnahmen, bei Sponsoren der Name so viel Zugkraft hatte, dass wir dort in kurzer Zeit auch finanziell für den Verein große Erfolge eingefahren hätten. Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist. Leider ist die Art und Weise des Abgangs so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm und allen anderen beteiligten Personen so in dieser Form nicht fortführen können. Ob wir in Zukunft, wenn sich in einigen Monaten dann mal die Wogen geglättet haben, in anderer Form auf ihn und auf seinen Rat noch mal zurückgreifen können, das muss man dann sehen. Ich schlage niemals Türen zu. Ich schlage auch niemand K.O., wie das heute in einer Zeitung berichtet wurde. Aber es ist einfach bedauerlich, dass der Abgang so abrupt war und dementsprechend der Jürgen Klinsmann leider dadurch viel an seiner Glaubwürdigkeit hier bei allen Beteiligten verloren hat, was wirklich schade ist und traurig ist. Aber wir müssen damit jetzt leben. Wir schauen nach vorne und wir schauen geschlossen nach vorne und werden uns jetzt mit aller Kraft dem Verein widmen und dafür sorgen, dass wir positiv mit maximal guter Energie nach vorne schauen, uns weiterentwickeln und den Verein stabilisieren und dann in der nächsten Saison nach vorne bringen.
Das soweit von meiner Seite und übergebe hiermit gerne an den Michael Preetz. Ja, vielen Dank, lieber Lars, für die klaren Worte. Ich möchte gerne auch von meiner Seite aus noch mal ein bisschen darüber berichten, wie ich insbesondere den letzten Dienstag wahrgenommen habe und die Entscheidung, die Jürgen Klinsmann am letzten Dienstag getroffen hat. Wir haben das in dem Statement schon gesagt. Sie hat uns völlig überrascht. Sie kam für uns auch aus heiterem Himmel. Es gab aus meiner Sicht überhaupt keine Anzeichen für einen solchen Schritt, nicht aus der Zusammenarbeit der letzten Wochen, schon gar nicht aus der Verbindung zwischen ihm und mir über die letzten Jahre, die aus meiner Sicht immer in einem konstruktiven Austausch und auch in einer vertrauensvollen Art und Weise geführt wurden. Ja, ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986, und glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich vieles erlebt zu haben. Das, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu, weil es mir und uns als Hertha BSC eben auch überhaupt keine Chance gelassen hat, in einen Austausch zu kommen. Und ich möchte das nochmal klar sagen. Ich bin hier verantwortlich bei Hertha BSC und versuche, meine Verantwortung immer so zu leben, dass ich ausschließlich das Wohl und Wehe von Hertha BSC in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stelle. Und wenn ich darüber nachdenke, wie man Verantwortung gerecht werden kann, dann meint das auch, dass da, wo möglicherweise schwierige Situationen auftauchen, dass man das gemeinsame Gespräch sucht, um Dinge möglicherweise gemeinsam zu überwinden. Das ist nicht passiert, und insofern haben wir die Situation, so wie sie seit dem Dienstag ist, den unmittelbaren Rücktritt von Jürgen, dann hinzunehmen. Und natürlich aber in einer Situation, in einer sportlichen Situation, in der wir uns befinden, den Blick nach vorne zu richten. Der Präsident hat es gerade gesagt, Dienstagmorgen sind wir wirklich kalt erwischt worden. Unser ganzer Fokus gilt jetzt darauf, uns vorzubereiten auf das Spiel, natürlich am Samstag in Paderborn und auch auf die nächsten Wochen. Wir werden das machen mit Alexander Nuri und Markus Feldhoff und seinem Team. Der ganze Fokus ist darauf gerichtet, dass wir so schnell wie möglich in diesen jetzt sehr wichtigen Wochen in der nächsten Zeit mit Spielen, natürlich auch gegen Mannschaften, die in unmittelbarer Konkurrenz zu uns stehen, die notwendigen Punkte zu holen. So viel zunächst mal von meiner Seite. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Nochmal bitte mit dem Hinweis, kurz Namen und Medium zu nennen. Wer beginnt? Fangen wir bei Thomas Gulski an. Die Sekunde, ganz kurz, das Mikro kommt. Ja, wer ein Mikro ist, besser. Thomas Gulski, ZDF. Herr Windhorst, wie sind Sie eigentlich auf Jürgen Klinsmann als Ihr Mann im Aufsichtsrat gekommen? Hat er sich beworben und müssen Sie heute sagen, Sie haben sich in ihm getäuscht? Wir haben kurz nachdem wir uns bei Hertha BSC engagiert haben, verschiedene mögliche Kandidaten für eine Funktion des sportlichen Beraters der Tenor Holding und auch für dann die Funktion des Aufsichtsrates bei der Hertha BSC uns angeschaut und dort Gespräche geführt. Und selbstverständlich war Jürgen Klinsmann da einer der Wunschkandidaten. Er ist eine Ausnahmeperson und ein absoluter Weltfußballer und Weltstar. Und hat eben, wie wir alle wissen, eine unglaubliche Strahlkraft, die dem Verein hier gut getan hat, gut getan hätte. Von daher war er einer von vielen Gesprächen, die wir geführt haben. Und wir haben dann eben schnell gemerkt, dass er sehr leidenschaftlich auch sich für das Projekt Hertha BSC erwärmt hat und begeisterungsfähig war. Und somit konnten wir uns dann schnell mit ihm einigen und ihn dann gewinnen, an Bord zu kommen. Ob ich mich in ihm getäuscht habe, ist so einfach nicht zu beantworten. Es ist bedauerlich, und das sieht der Jürgen Klinsmann selbst so, dass er dort eine, ich nenne es mal Kurzschlusshandlung vollzogen hat. Ich habe schon gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das kann man als Jugendlicher vielleicht machen, aber im Geschäftsleben, wo man unter Erwachsenen ernsthafte Vereinbarungen hat, da sollte sowas nicht passieren. Und das sieht er jetzt auch so. Leider ist das Kind jetzt im Brunnen gefallen. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich mich in ihm als Mensch und
Kapazität im Fußball getäuscht habe. Im Gegenteil, die ersten Wochen hier bei Hertha BSC haben gezeigt, wie er mit Leidenschaft und Energie sich eingebracht hat und wie auch sein Name international Anklang gefunden hat. Wir waren kurz davor, auch aufgrund seines Zutuns wirklich große neue Sponsoren für Hertha BSC an Land zu ziehen. Und von daher war das alles auf einem guten Weg und ist eben umso bedauerlicher, dass es jetzt so geendet hat. Ja. Eine Menge, oder? Dann machen wir hier direkt weiter. Hi, Max Dinkelacker von der Elf-Freunde. Auch an Herrn Winterhorst eine Frage. Sie sind jetzt seit 8 Monaten ungefähr im Club, haben ja nicht wenig Geld investiert. Jetzt ist der zweite Trainer weg, die Mannschaft ist immer noch 14. Und die letzten Tage waren PR-mäßig wahrscheinlich auch nicht so günstig. Macht sich bei Ihnen jetzt schon so ein bisschen Ernüchterung breit? Haben Sie sich das im Sommer ein bisschen leichter vorgestellt? Nein, überhaupt keine Ernüchterung. Ich bin das gewohnt. Ich bin jetzt 27 Jahre Unternehmer und bin es gewohnt, dass Projekte sich verzögern können, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Und das bringt mich zum einen überhaupt nicht aus der Ruhe und zum anderen bringt mich das in keinster Weise von dem Ziel ab und auch dem Glauben an Hertha BSC und an das Ziel, was wir mit Hertha BSC erreichen können. Das sind hier kurzfristige Momentaufnahmen, die keinen Einfluss auf eine 10-Jahres- und 20-Jahres-Strategie und ein 10-Jahres- und 20-Jahres-Engagement haben. Machen wir gleich da weiter. Ja, Marc Schmiel hier von RTL und NTV. Herr Preetz, Herr Jürgen Klinsmann hat sich gestern auch sehr deutlich gegen Sie gerichtet, gesagt, dass er nicht gut damit klarkommt, wenn Sie neben ihm auf der Bank sitzen, Kommentare abgeben. Wurde vorher denn nicht über Kompetenzbereiche gesprochen? Mit was für einem Bild ist er in dieses Engagement gegangen und welche Gespräche hatten Sie vor dem Trainerengagement? Wir haben Ende November ja in einer Phase, nach der wir uns entschieden haben, Ante Čović zu beurlauben, die Gespräche mit Jürgen geführt und uns darauf vereinbart, dass wir mit ihm als Cheftrainer zusammenarbeiten, mit logischerweise allen Kompetenzen, die ein Cheftrainer hat, ja, die am Standort bei Berlin, hier bei Hertha BSC, genau die gleichen sind wie in jedem anderen Bundesliga-Club auch. Ja, das ist völlig klar. Wir haben darüber hinaus eine Zusammenfassung. So wird also die Pressekonferenz der Verantwortlichen bei der Hertha. Michael Preetz nicht ganz so begeistert. Man hat dagegen vom Investor Windhorst schon fast oder die ein oder andere Seitenhieb auf Herrn Preetz gespürt, würde ich mal sagen. Ja, und da hat man noch was anderes gehört, was wir hier im Studio ja uns ein bisschen die Augenbrauen hat hochziehen lassen. Paul Willmann, vielleicht kannst du uns ja sagen, was da genau gemeint war. Investor Windhorst hat nämlich gesagt, Klinsmann bereue die Entscheidung und von seiner Seite aus sei die Tür zumindest noch nicht zugeschlagen. Was heißt das? Also wir haben hier gerade Fußballdiplomatie der feinsten Sorte gehört. Man hat versucht, sich so gut wie möglich aus der Situation zu befreien, verbal zumindest. Und trotzdem war völlig offensichtlich, dass hier drei wirklich angeschlagene Führungspersönlichkeiten sitzen. Lars Windhorst hat ganz klar gesagt und immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie viel Respekt er für die Person Klinsmann hat. Und die Tür sei niemals zu. Aber, und das ist auch klar, im Moment ist eine Zusammenarbeit im Aufsichtsrat völlig undenkbar. Und dann fand ich ganz spannend, dass er gesagt hat, das ist eigentlich ein Verhalten, was man vielleicht von Jugendlichen, er hat nicht Kinder gesagt, nicht Kindergarten, aber von Jugendlichen erwarten kann. Und da hat er natürlich auch vollkommen recht, denn das war das, was auch Michael Preetz dann tatsächlich nochmal erwähnt hat. Das Hauptproblem ist diese Endgültigkeit der Entscheidung, dass Jürgen Klinsmann keine Möglichkeit gegeben hat, Hertha BSC irgendwie noch einmal zu intervenieren, irgendwie in Verhandlungen zu gehen, sondern einfach hier Fakten geschaffen hat. Und das sei kindisch oder wie es Lars Windhorst eben sagen würde, wie es ein Jugendlicher machen würde. Ja, definitiv unglücklich, muss man sagen. Das kann man so festhalten. Dankeschön, Paul.